Hey, wir sind Vicky und Cleo von Vanilla Ice Dream und zusammen mit Peter bauen wir gerade einen Opel Vivaro nachhaltig zu einem Camper aus. Es geht los, wir schauen uns heute das erste Auto an. Unser Favorit aus dem Internet war leider ein totaler Reinfall, weil der keine Schiebetür hatte. Also es stand auch noch ein zweites Auto auf dem Hof, aber das hatte leider einen Elektronikfehler und viel zu viele Macken. Ja, das war einfach nix. Erstes Auto hatte keine Schiebetür. Dumm. Sehr gut recherchiert meinerseits. Ja, aber damit hätte ich auch niemals gerechnet, dass man einen Transporter ohne Schiebetür kaufen kann. Auf jeden Fall, zweites Auto, Abgasprobleme. Also ich glaube, der war cool, aber das mit der Beule, also... Die Beule, das kann man ja vielleicht noch machen, also wie gesagt. Also wenn er vom Preis stimmt, wenn er das mit dem Abgas nicht einfach nur aus dem System löscht, sondern... Das weißt du halt nicht, ne? Aber du hast... Aber gut, er ist halt ein Händler. Oder er ist ein Händler. Wir haben es fotografiert, er ist ein Händler, das heißt, wir haben Garantie. Ja. Und man muss auch mal ein bisschen positiv über die Leute denken. So ein UPS-Wagen wäre halt auch richtig sick. Ja. Ich finde den nicht schlecht, aber jetzt fahren wir erstmal nach Schleswig. Ja. Und schauen 10 Minuten sind wir gleich da. Ich habe auch langsam Hunger. Der nächste Stopp war leider auch nichts. Die alten Vivaros sind einfach so hässlich. Ja, die waren auch alle mega überteuert. Also ging es für uns weiter. Wir waren diesmal richtig optimistisch, dass wir was finden. Aber auch hier waren alle guten Autos schon weg und die Laune war im Keller. Kacke. Wir wollten eigentlich heute ein Auto holen, ne? Und nach gefühlt 300 weiteren Besichtigungen sind wir endlich fündig geworden und ich habe einen Kaufvertrag unterschrieben. Ein Opel Vivaro von 2016. Mehr erfahrt ihr übrigens im letzten Video. Da gibt es auch mehr Details zum Grundriss, aber in diesem Video geht es ja um den Ausbau. Also los geht's. Zuerst einmal messen wir, ob unser Plan und unser Grundriss hier überhaupt aufgehen und wie die ganze Aufteilung funktioniert. Und dann ist schon soweit, die Trennwand rauszunehmen. Wir sind heute in Hamburg bei Car Electric und kümmern uns erstmal um die Elektrik vom Fahrzeug. Jetzt wird auf jeden Fall erstmal die Außensteckdose gebohrt. Dann haben wir uns um die Kabelsätze gekümmert. Welcher Verbraucher kommt wohin und reichen alle Kabel, die wir bestellt haben. Das Elektrikkonzept für den Wagen kann sich echt sehen lassen. Neben einer zweiten Batterie gibt es natürlich einen Wechselrichter und was wir sonst alles noch so verbaut haben, findet ihr auf meiner Webseite. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Um den Ladebooster einzubauen, damit die Batterie auch während der Fahrt lädt, musste der Scheinwerfer ausgebaut werden. Wie ihr Ladebooster in eurem Fahrzeug selber nachrüsten könnt, erfahrt ihr übrigens in den Videos von Car Electric Hamburg. Wir haben gerade den Boden abgeholt, den haben wir über eBay Kleinanzeigen gefunden. Wir haben jetzt die ganze Kiste voll mit allem, was wir schon so eingekauft haben. Arbeitsbeginn 14.30 Uhr. Läuft. Läuft. Und aber erstmal Mittagessen. Heute ist der erste richtige Tag des Busausbaus. Wir sind gestern in der Scheune angekommen, haben uns erstmal sortiert und ausgepackt. Wir haben so viel Zeug dabei gehabt und jetzt geht es los. Wir starten mit der Dämmung, mit der Fußbodendämmung. Die Elektrik ist ja schon drin, das heißt, wir müssen so ein bisschen um die Elektrik drumherum bauen. Mal schauen, wie das klappt und ich würde mal sagen, legen wir los. Der Boden wird wie in meinem anderen Van mit Kork gedämmt. Wie genau das funktioniert, kannst du in einem anderen Video von mir sehen. Der Kork lässt sich sehr leicht verarbeiten und ja, jeder hat so seinen eigenen Arbeitsstil gefunden. Ich habe es mit dem Cutter geschnitten und Peter hat es gesägt. Ja, weil Sägen viel schneller geht. Stimmt doch überhaupt nicht. So, wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Es geht relativ flott mit dem Kork. Jetzt mache ich den Abschluss zu diesem Plastik hier am Boden. Dafür nutze ich einfach ein bisschen Verpackungsfolie von dem Kork. Ich bin irgendwie immer so, dass ich beim Bauen immer die Verpackung mitverwerte und versuche mir das mal gleich irgendwie so als Schablone zu markieren. I was down in a valley, I was searching for the one to get me out. And I was filled with despair. So, jetzt kommt der große Moment. Hey!
Wir haben uns den Bulli von einem Kumpel ausgeliehen, um den zweiten Teil der Dämmung abzuholen. Nach einer Stunde Fahrt musste ich feststellen, dass der Laden montags geschlossen ist. Boah, und ich wäre fast explodiert. Wir haben nochmal richtig Glück gehabt. Es ist doch jemand da. Bei dem Naturbaustoffhandel haben wir gleich auch ökologische Farben für das Holz gekauft und wir wurden echt gut beraten und haben erfahren, dass man sich die Sachen hätte auch liefern lassen können. Wir möchten den Busausbau so nachhaltig wie möglich gestalten und deswegen achten wir bei der Dämmung zum Beispiel auf natürliche Materialien. Auf dem Rückweg war es unheimlich stürmisch. Hier im Norden kann der Wind ganz schön Fahrt aufnehmen. Gott sei Dank ist niemandem was passiert. Und das Auto hat nichts abbekommen. Und alle sind wirklich nur mit dem Schrecken davongekommen. Bitte nicht nachmachen. Leider läuft ein Busausbau aber nicht immer so glatt. Um ehrlich zu sein, haben wir uns des öfteren Mal in der Wolle gehabt. Oh, jetzt ist diese Scheißplatte gebrochen. Danke. Ja. Hey, ich verstehe. Warum machen wir nicht einfach ganz normal weiter? Aber neuer Tag, neues Glück. Auf schlechte Folgen gute Tage und es ist vollkommen normal, dass man sich bei so einem Projekt auch mal in die Haare kriegt. Ein wunderschöner Tag hat begonnen und wir starten jetzt in die Scheune. Heute war Dennis da, um sich die ersten Fortschritte anzuschauen und wurde natürlich gleich mit eingebunden. Dass der sich nach dem beinahe Unglück mit seinem Bus noch auf dem Hof getraut hat, ist echt ein Wunder. Bevor wir mit dem Boden weitermachen konnten, musste eine Lösung für die Eintrittsstufe her. Wir haben es uns richtig kompliziert gemacht und einen 10 cm Streifen aus einer riesigen Platte ausgesägt. Später haben wir dann gefunden, wo die Reststücke liegen. Die schnelle Idee, eine schöne Stufe zu bauen, hat mit 3 Leuten knapp 3 Stunden gedauert. Im Busausbau sind es nicht die großen Sachen, die Zeit brauchen, sondern diese kleinen Details. Clevere Ideen auf kleinem Raum auszutüfteln macht Spaß, kostet Zeit, macht dann aber nachher den großen Unterschied zwischen einem einfachen und einem richtig schnieken Camper. Dennoch muss ich sagen, dass es vielleicht nicht die effektivste Arbeitsweise war, mit 3 Leuten an einem Problem zu arbeiten. Beim Bodenverlegen waren wir dann schon besser eingespielt, jeder hatte seine Aufgaben, ich habe gemessen und mit meiner Schablonentechnik die Rundung angezeichnet und die Jungs haben die einzelnen Bretter zugesägt und verlegt. Auch Cleo hat ihren Job im Weg zu legen echt ernst genommen. Weil der Kork trittfest ist, haben wir uns entschieden, auf das zusätzliche Gewicht einer Bodenplatte zu verzichten und das Klickparkett direkt auf die Dämmung zu verlegen. Die ganze Zeit gebaut mit der Batterie und dem ganzen Kabeln dort und jetzt haben wir uns endlich mal entschieden, das wegzuräumen. Und ich frage mich echt, warum wir das nicht vorher gemacht haben. Jetzt kann man auf jeden Fall ordentlich da in der Ecke arbeiten. Das Ganze liegt jetzt übrigens auf dem Fahrersitz. Wir haben beide Sitze abgedeckt, damit sie während der Arbeit nicht schmutzig werden. Und weiter geht's mit dem Parkett. Unschwer zu erkennen ist meine heutige Arbeitsmotivation. Noch ein bisschen sauber machen. Und voilà, hier ist er, ein Echtholzparkett, ein richtig edler Boden, der bei jemand anderem auf dem Dachboden rumlag, jetzt hier aber ein neues Leben bekommen hat. Ich liebe diese Struktur, diesen rauchigen Look. Das sieht einfach total cool aus und ist was ganz Besonderes und ich freue mich. So ein schöner Boden will aber auch gut erhalten bleiben. Deshalb haben wir erstmal eine Runde im Müll gewühlt, um etwas zu finden, womit wir den Boden während des Ausbaus zudecken können. Als letzten Schritt haben wir nochmal den Grundriss abgeklebt, damit auch wirklich alles passt. Das sollte man lieber einmal mehr messen als einmal zu wenig. Zeit für die Standheizung. Als der Wagen auf die Rampe gefahren ist, habe ich mir 10-mal in die Hose geschissen. Ich vertrag sowas einfach nicht. Selbst wenn die Autos auf der Hebebühne beim Mechaniker hochgefahren werden. Diese vielen 1000 Kilo in der Luft auf so ein bisschen Stahl, das geht einfach nicht in meinen Kopf.
Steffen hat uns angeleitet für den Heizungseinbau und nach kurzer Zeit unterm Auto sah Peter bereits so aus. Zuerst musste der Tank gelockert werden, da wir den Diesel für die Standheizung direkt aus dem Tank entnehmen. Das war die ekligste Arbeit von allen und hat auch einige Akrobatik abverlangt. Hallo, dieses Intranet, hier ist Borat. Beim Standheizungseinbau habe ich mich eher zurückgehalten und nur zugearbeitet. Ich plane gerne und ich mag Holzarbeiten, aber so unterm Auto im Dreck, das ist nicht so meins. Peter hatte dafür aber richtig Spaß. Alles angeschlossen. Wir dachten eigentlich, wir sind fertig. Die Standheizung läuft, das meiste schien erledigt. Aber wir machen jetzt seit Stunden nur noch Kleinigkeiten. Die ganze Zeit heißt es, lass uns Schluss machen, lass uns heimfahren. Aber wir sind ja gleich fertig. Wir machen wirklich seit 3 Stunden mittlerweile die Kleinigkeiten fertig. Und ich bin schon echt müde. Und je müder wir werden, desto langsamer arbeiten wir. Peter ist noch ganz... Ja, ne? Das stört mich so ein bisschen. Ja, das stimmt leider tatsächlich. Ich bin heute richtig faul und überlasse Peter die ganze Arbeit. Mitarbeiter des Monats für heute. Morgen bin ich wieder da. Wenn die Standheizung dann fertig ist. Bis Mitternacht haben wir noch die letzten Teile festgeschraubt, aber dann war die Standheizung wirklich fertig. Was eigentlich der 7. Tag werden sollte, war eher eine Lachnummer. Wir waren so platt vom Heizungseinbau und haben nichts gemacht, außer im Altholzlager eines Bekannten vorbeizuschauen und den Boden abzukleben. Ich mache gerade ein bisschen Büroarbeit. Ich werde mit Photoshop ein Bild von unserer Verkleidung simulieren. Wir wollten nämlich eigentlich Nut- und Federbretter nehmen, haben uns jetzt aber umentschieden. Und ob wir das wirklich so tun, wollen wir dann mal uns anschauen, nachdem ich diese Perspektive da gemacht habe. Ich bin Architektin, das habe ich im Studium ganz oft gemacht und jetzt schauen wir mal, was ich da so Schnelles zaubern kann. Wenn du wissen willst, für welche Verkleidung wir uns entschieden haben, gib diesem Video einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um das nächste Ausbauvideo nicht zu verpassen. Und damit bis zum nächsten Mal! Das ist eigentlich ganz Schmuck, ne?